Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind hier in der Spielzeugkiste aktuell unterwegs und haben im letzten Part schon ein paar ordentliche Shy Guys vermöbelt. Gibt's hier was? Nö. Und hatten den Anti-Shy Guy hier irgendwie, oder den Anti-Guy. Der war ordentlich gebufft, der war ordentlich stark und jetzt. Zack. Klatschen wir mal den weg, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, wechseln wir erstmal unser Mitglied zu Gumbario. Zack. Und gucken mal, was der Groove Guy so drauf hat. Da ist ein Groove Guy. Groove Guys tragen seltsame Klamotten. Vermutlich ist es Bühnenkleidung. Psst, du weißt doch, wie Künstler sind. 7 KP, 2 Angriff, 0 Verteidigung. Hin und wieder rufen sie auf Verstärkung oder sie wirbeln vor dir herum, um dich zu verwirren. Diese Kerle sind Nervensägen, also lass sie uns besiegen, bevor sie zu lästig werden. Ja, kein Problem. Ich hätte jetzt auch einfach mal... Obwohl, wir haben eigentlich einen guten Start hingelegt. Wir machen einfach einen Powersprung auf den drauf. So, da ist der eine schon weg. Okay, ich habe jetzt irgendwie was Spektakuläres erwartet. Ah, das war sinnlos. Ich hätte auch einfach normale Angriffe machen können. Egal. So, und tschüss. Dann geben wir aber trotzdem noch 4 Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, dann haben wir hier einen Block. Wow, mit einer Münze. Ich bin... wirklich fasziniert von dieser unglaublichen Leistung an Münzen. Schaukelpferd. Okay. Dann weiter geht's. Hier sind überall diese... Ah, eine Feuerblume. Hallo, mein Freund. Bam, 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 bam. Das sind jetzt grüne Scheiger. Nee, das sind normale Scheiger scheinbar. Okay. Die haben keine Änderungen. Da wechseln wir mal wieder unser Mitglied, würde ich sagen. Ich nehme mal... Ich weiß gar nicht. Ja, ich nehme Bu. Weil die kann auf jeden Fall mit ihrer Ohrfeige den ordentlich vermöbeln. Bam, 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 bam. So, und ich spare jetzt auch mal ein bisschen BP. Ich bin halt echt am Überlegen, ob wir mal die stärkere Angriffskraft mitnehmen. Hit. Da, 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 da. So. Weil ich glaube, das würde sich aktuell halt echt lohnen, weil dann würden wir mit Mario, glaube ich, so einen Shy Guy auch one-hitten. So, eine Feuerblume haben wir auch bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, wir haben ja im letzten Part diesen Angriff Plus Orden bekommen. Ist halt nur die Frage, was tue ich dafür raus? Denn ich... Der kostet 6. 6 Stück kostet der. Ist halt schon viel. Ich glaube, ich würde ausweichen und KP rausnehmen. Ja, mache ich jetzt einfach mal so. Und dafür nehmen wir jetzt den... Wo ist er denn? Hier. Den Angriff plus Orden rein. Sind wir zwar ein bisschen schwächer geworden, alles in allem, aber... Ah, guck mal, hier laufen die ganzen Typen rum. Da ist der Calculator. Den brauche ich. Komm her. Komm her. Bam. So, wir müssten jetzt ein bisschen stärker sein. Das heißt, wir müssten jetzt 3 Schaden anrichten. Beziehungsweise mit dem Powersprung eigentlich 7, oder? Na gut, das ist jetzt, das ist jetzt doof. Ja, 10 Schaden, keine Ahnung. So, und sie macht aber nicht mehr Schaden wahrscheinlich, ne? Das wäre ja komisch. Ja, die macht genauso viel wie vorher. So, den haben wir weggehauen. Zack. 4 Punkte mitgenommen und wir kriegen einen Pilz. Zack.
Wie viel Platz haben wir denn eigentlich noch? Aber es ist erstmal gut zu wissen, denn... Was ist das eigentlich alles, was die da haben? Zack. Erster Angriff erfolgreich. So. So, und jetzt den Powersprung hier hinten drauf. 7. Genau. Und hier mal die Ohrfeige wieder. So. Easy peasy lemon squeezy. Tschüssi, Leute. Jetzt kriegen wir die ganzen Gegenstände zurück. Die können wir dann an die Leute wieder verteilen. Dann können wir auch shoppen gehen und so weiter. So, der Rechner. Bluffs Taschenrechner, bring ihn zurück zu ihm. So, ich weiß noch nicht, was das hier ist. Zack. Düm. Wir haben auf jeden Fall einiges an Zeug dabei. Da sollten wir mal ein bisschen was austauschen dann. Ja, der Hammer müsste jetzt an sich auch mehr Schaden machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden wir da vorher hatten. Ich nehme wieder einen Powersprung hinten auf den drauf. So, 7 Schaden. Sehr schön. Immer ein kleiner One-Hit und Ohrfeige. Das klappt ganz gut gegen die. Und ich glaube fast, der Power-Dauts, also der Dauer-Dauts hier, wo du die ganze Zeit springen kannst, solange das Action-Kommando stimmt, ist jetzt halt auch super effektiv. Was ist das? Ach, die Backmischung, okay. Insofern man halt viel trifft, weil du machst ja jetzt einen Schaden nochmal extra mehr. Ich glaube, das ist auch ganz geil. So, ist das jetzt nochmal eine Backmischung oder was ist das? Drei Schaden machen wir mit dem Hammer aktuell. Okay, Powersprung. So, Ohrfeige. Und tschüss. So, jetzt könnten wir den Leuten erstmal ihr ganzes Zeug zurückgeben. Theoretisch. Na, die haben jetzt erstmal noch eine Backmischung, okay. Aber es fehlt ja auch noch eine Bratpfanne, glaube ich, oder sowas. Aber hier ist aktuell keiner weiter. Ich weiß halt nicht, was eine Backmischung... Ist das auch von der einen, der die Pfanne gestohlen wurde? Oder für wen ist die Backmischung? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Okay, aber hier sind wir erstmal fertig. Hier haben wir alle besiegt. Den nicht. Will ich jetzt aber auch nicht besiegen. So. Jetzt gehen wir erstmal den anderen Weg. Aktuell haben wir viel zu viele Items, by the way. So. Da kann man scheinbar drauf. Okay, da kann ich nicht drauf. Ich klatsche den erstmal weg hier. Der ist rosa. Ist das ein anderer? Ne, das ist bestimmt auch normaler, ne? Genau. Auch wieder normaler Typi. Powersprung hinten auf den drauf. Eins könnte mal ruhig noch stärker sein, finde ich. Dann wäre es optimal. So. Wunderbar. Aber so läuft es auf jeden Fall ziemlich gut. Wir kriegen keinen Schaden. BP gehen halt aktuell ziemlich down. So, hier kann man doch jetzt bestimmt... Wusste ich's doch. Gibt's hier auch was? Nee, leider nicht. Schade. So. Gibt's auf jeden Fall ein paar schöne Münzen. Das gefällt mir gut. So, runter da. Bam. Voll mit Marmor drauf. So, ein fliegender Shy Guy. Super interessant, super strange. Nee, warte. Ich möchte Mitglied wechseln zu Gumbario. Was haben die da in der Hand? Ist das ein Stock? So, Scanner? Ein Sky Guy. Sky Guy. Ist das geil? Das sind Sky Guys. Sky Guys sind meisterhafte Ballonfahrer. 7 KP, 3 Angriff, 0 Verteidigung. Auch die Ballons können angegriffen werden.
Wenn sie zu Boden fallen, sind sie nichts anderes als normale Shy Guys. Ich wünschte, ich hätte auch einen Ballon. Dann könnte ich schweben. Das sieht einfach toll aus. Die Ballons können auch angegriffen werden. Ich mache jetzt einen Multisprung auf jeden Fall. Shit. Boah, den Zwille haben die. Shit. Okay, toll. Danke. Wahnsinn. Ja, den Multisprung, ich habe den Multisprung halt immer noch nicht richtig drauf, ne? Boah, jetzt mehr Angriffskraft. Ich hätte mehr Geld gewünscht eigentlich, aber egal. Och, ist das traurig, Mann. Echt traurig. Also okay, den machen wir so tot. Die Action-Kommandos habe ich halt immer noch nicht richtig drauf, ne? Das ist echt super traurig. Egal. So, 3 und 3. Bam, ba, 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 ba. Sehr schön. Okay. Krieg ein Herzchen. Wow, dankeschön, dankeschön. Ein schönes Haus. Okay, da passiert nichts. Da kann ich reingehen. Was haben wir hier? Eine Münze. Okay, ich muss durch die Häuser wahrscheinlich durch. Ich würde mal ganz kurz... Ne, nicht hier, sondern hier, oder? Ja. Ich nehme, glaube ich, mal einen normalen Pilz. Beziehungsweise hier so einen getrockneten Pilz erstmal. Weil der nimmt eigentlich nur Platz im Inventar weg. So, und dann nehmen wir noch einen normalen Pilz. Den anderen lassen wir für einen Notfall. Wir haben halt auch aktuell wenig BP, aber ich würde es erstmal so lassen. Okay, hier können wir jetzt hochklettern. Hier können wir sicherlich mit Paracarry rüberfliegen. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Natürlich ist da was. Ein Sternsplitter, Junge. Geilo. Okay. Und runter hier. Was haben wir hier? Eine Münze. Mist, da kann ich auch hoch. Kann ich auch hoch? Warte mal. Boing. Da kann ich doch bestimmt auch mit Paracarry. Boah, ist halt irgendwie ein bisschen... Jo. Und dann... Jawohl. Okay, kriege ich eine Wolke. Naja. Warum nicht? So, hier kriegen wir jetzt einen Pilz. Und eine Kiste. Ich nehme erstmal den Pilz. Und... Der Lagerschlüssel. Ah, okay. Ja, aber hä? Jetzt haben wir alle Gegenstände wieder, oder wie? Aber an sich sind wir jetzt erstmal nicht weitergekommen, glaube ich, ne? Da ist ein Sternsplitter. Alter, der ist ja mies versteckt. Nice. So, jetzt latschen wir wieder zurück. Miau. Ich hoffe, so an sich haben wir erstmal alles. Ja, die sind halt noch traurig. Die brauchen halt einen Zug. Ich weiß halt nicht genau, wo soll ich denn jetzt einen Zug herbekommen. Ich latsche hier nochmal ganz kurz lang. Okay, hier passiert nichts. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Schatzkiste geöffnet haben mit dem Andy-Guy. Der war halt echt übel. Aber hier drüben war doch auch nichts mehr, oder? Ich glaube, ich habe alles. Ich will nur noch mal ganz kurz durchgucken, aber ich glaube, wir haben alles. Dü. Ba, 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 ba. Nee, sieht eigentlich gut aus.
Warte mal, hier will ich nochmal drauf. Komme ich nicht drauf, schade. Nee, sieht gut aus. Dann muss die Story jetzt auf jeden Fall irgendwo oberirdisch erstmal weitergehen. Wir haben jetzt erstmal alle gestohlenen Gegenstände zurück. Auch wenn ich die Bratpfanne noch nicht gefunden habe, ne? Die Bratpfanne von ihr ist immer noch weg von der Oma. Ne? Erste, letzte Überlebende. Also irgendwie merkwürdig. Aber gut. Gehen wir erstmal wieder hoch. Geben erstmal die Gegenstände zurück. Ich wüsste zumindest nicht, was ich jetzt so machen soll. Oder sind es jetzt doch nur die Backmischungen, die gefehlt haben? I don't know. Ja, komm, Lagerschlüssel. Hi, Kumpel. Guck mal. Oh, Mario, da bist du ja. Der Lagerschlüssel, der wurde mir gestohlen. Was soll ich bloß tun? Hier, bitteschön. Guck mal, dein Lagerschlüssel. Toll, Mario. Du hast es geschafft. Du hast meinen Lagerschlüssel wieder beschafft. Vielen herzlichen Dank. Du hast meine Existenz gesichert. Weißt du was? Nimm dir einfach alles, was du brauchst aus meinem Lagerraum. Das ist nur ein kleines Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder beschafft hast. Alles, was du brauchst. Let's go. Was ist das? Spielzeugbahn. Ah, ein hübsches Spielzeug. Ob es vielleicht mehr ist als das? Ah, damit kommen wir weiter. Alles klar, verstehe. Kann ich das erstmal hier liegen lassen? Weil ich habe... Obwohl, ich kann es ja lagern, ne? Lagern. Kann ich erstmal ein bisschen was bei dir lagern, bitte? Wir können auch 29 Items lagern. Ich... Backbasis für leckeren Kuchen stellt ein BP wieder her. Oh, das kann ich bestimmt dir geben, aber ich habe keine Bratpfanne immer noch nicht. Ich glaube, pass auf, ich tue das erstmal lagern. Die Backmischung tue ich erstmal lagern, weil das nimmt einfach sonst zu viel Platz weg. Honigsirup, Ahornsirup haben wir noch. Feuerblume, Donnerblitz. Den Pilz tue ich auch erstmal lagern. Powerblock, 2 Schadenspunkte ist halt auch echt nicht viel. Ja, komm, den Powerblock lagere ich noch. Und ansonsten, warte mal ganz kurz, ich nehme mir mal kurz die Sachen hier. So, würde ich glaube ich auch was verkaufen, weil ich kann ja jetzt bei dem Typen wieder einkaufen gehen. Und da will ich ein bisschen Kohle haben, damit ich da hoffentlich auch alles kaufen kann. So, ein Voldo-Pilz möchte ich verkaufen auf jeden Fall. Donnerblitz. Ja, die setze ich glaube ich eh nie ein. Die sind jetzt nicht so nützlich. Mag ich jetzt auch nicht so. Donnerblitz ist... Nee, brauchen wir auch nicht. Weg damit. Die Schneepuppe lassen wir auf jeden Fall. Das nehme ich auch mit. Kann immer mal nützlich sein. Feuerblume behalten wir auch. Warum ist die Feuerblume mehr wert als das? Stehe ich nicht. Verkaufe ich. So, haben wir noch was. Würde ich erstmal so lassen. Mal 215 Geld. So, er hier, ne? Weiß nicht, ob ich mit dem nochmal was machen kann. Bam, 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 bam. So, mit ihr kann ich halt noch nicht interagieren, glaube ich. Da fehlt uns halt noch die Bratpfanne. Wurde ihr ja gesagt, da wurde ihr der Topf oder die Pfanne gestohlen, ne? So, ihm gebe ich jetzt den Calculator wieder. Den Rechner. Zack, und dann gehen wir noch bei dem Einkaufen. Und dann würde ich sagen, endet auch der Part für heute, liebe Leute. Das ist was ganz Besonderes hier. Der Spionorden zeigt an, dass eine versteckte Falltür in der Nähe ist. Ah, Papa sagt, wir wären aus dem Geschäft geflogen, wenn er seinen Rechner nicht zurückbekommen hätte. Aber jetzt können wir den Laden wieder aufmachen. Alles dank Ihnen. Vielen Dank. Kein Problem. Los, zeig mir, was du hast. Wie? Ich kann jetzt gar nicht, oder wie? Oder müssen wir kurz mal den Bildschirm verlassen? Ich verlasse mal kurz den Bildschirm und guck mal, ob es dann wieder geht. Das sieht doch gut aus, oder? So, guck mal. Was haben wir denn hier?
Der Vermeider macht es dir leichter, einem Angriff auszuweichen. Oh, ich glaube, das in der Kombi mit vielen anderen Dingen ist ganz geil. Verlängert die Strecke, die Mario wirbeln kann. Speedwirbel. Der getroffene Gegner wird in seinem Hintermann. Oh. Aha, wusste ich doch, Mario. Ich wusste gleich, dass du ein Auge für den Orden hast. Das ist ein guter. Wirbelschlag kostet 75 Münzen. Die Anzahl der... Oh, beträgt doch nur ein. Okay. Ich kaufe den, ja. Herzlichen Dank. So, und der Vermeider. Ja, den nehme ich auf jeden Fall auch mal mit. Boah, ich glaube, da kann man richtig geil was draus machen, ne? Jetzt fehlen hier noch 10 Münzen, dann könnte ich mir den auch noch kaufen. Ah. Wie viele Ordenpunkte hat der jetzt gekostet? Warte mal. So, warte mal, wir haben jetzt den Wirbelschlag. Trifft Mario seinen Gegner, kracht er in seinen Kumpanen, die sich hinter ihm verschanzt haben. In seine Kumpanen, also Mehrzahl. 2 BP und 1 Ordenpunkt. Ist eigentlich ganz geil. Ist auch quasi wie ein Flächenangriff. Ich würde, glaube ich, mal den Erdbebenpunkt rausnehmen und würde den mal dann ausprobieren. Einfach mal gucken, wie der so ist. Und Ausweicher. Warte mal, wo war denn der andere jetzt? Dass wir mehr Zeit haben zum Blocken. Vermeider. 2. Macht es dir leichter, einem Angriff auszuweichen. Ist eigentlich auch geil, ne? Also da wird wahrscheinlich die Zeit erhöht. Der, ne? In Kombi mit Ausweicher. Ist, glaube ich, auch geil. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, ich glaube, der ist wirklich ganz geil. Ich glaube, da würde ich sogar den Anti-V-Hieb mal rausnehmen, weil aktuell haben wir ja eh nicht so mit Block. Einfach mal zum Ausprobieren. So, Leute, aber ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und dann wieder einschalten zu Paper Mario. Dann würde ich nochmal zu den Leuten hier gehen und ein paar Sternsplitter ausgeben. Einfach mal gucken, was wir noch so kaufen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.